Hallo, und jetzt habe ich hier noch mal ein Starwalker Rubber. Der ist eine Fälschung. Bin ich leider auch drauf reingefallen. Ich kann ihn natürlich da zurückgeben, wo ich ihn gekauft habe. Aber die Chinesen haben was dazugelernt. Er sieht sehr gut aus. Also definitiv habe ich mich selber gefragt, ist er echt oder nicht echt. Aber als ich ihn dann in der Hand hatte, also er ist total perfekt gemacht. Natürlich haben sie es wieder nicht geschafft. Die Seriennummer, die mittlerweile auch sehr gut von den Zahlen gemacht wurde, auf den Clipring zu kriegen, wie beim Original. Ich habe jetzt hier leider keinen anderen Rubber, sondern nur einen normalen, aber da sieht man auch, da gehört die Seriennummer hin und nicht auf die Seite vom Clip. Selbst die Form des Clips ist sehr gut gemacht worden, so dass man ihn kaum unterscheiden kann. Der Clip ist an der unteren Kurve. Normalerweise sind die Fälschungen, sind sie also mehrteilig, nicht einteilig, sondern sind einfach gebogene Metallstücke. Ich habe hier noch mal die Fälschung aus dem anderen Video, da kann man das noch mal sehen. Der ist total schlecht gemacht. Und der ist bei diesem Rubber wirklich sehr gut gemacht worden. Alles ist gut. Da steht sogar Pix Germany Metal, was ja mittlerweile, damals haben sich wahrscheinlich die Chinesen keine Gedanken darüber gemacht, bis der Produzent dann gesagt hat, Mensch, wir müssen auch mal da unten die Merkmale reindrucken, was ja kein Hexenwerk ist. Aber sehr gut gemachtes Teil. Seine Glaubwürdigkeit hat er allerdings Entschuldigung, wieder bei den Buchstaben verloren. Auch alles sehr gut gemacht. Aber schauen wir uns mal das N an. Hier beim Original. Das N vom Mont Blanc ist einfach sehr gerade an der unteren Kante, an der oberen Kante. Da sieht man, so muss es aussehen. Beim C sieht man es auch ein bisschen. Beim Mont Blanc ist es halt ein C und bei dem anderen sieht es eher aus wie eine zusammengedrückte Klammer. So richtig, richtig, die Feinheiten kriegen sie natürlich nicht hin. Aber es wird immer besser und es ist schwieriger zu unterscheiden. Aber überhaupt die Buchstaben sieht man jetzt im Vergleich. Sie sind einfach bei Mont Blanc ausgeprägter. Ansonsten an den Sternen kann man gar nichts erkennen. Selbst an der Form, da kann man es ganz leicht sehen. Er ist ein bisschen höher im Original. Aber wie gesagt, im Internet war es kaum zu unterscheiden. Nun muss ich auch dazu sagen, bei diesem Angebot war auch eine Box und ein Zertifikat dabei, wo ich behaupten würde, dass es echt ist und einfach dabei gepackt wurde. Fragt sich nur, wer sich den Aufwand gemacht hat. Aber bei den Zertifikaten kann man meistens an den Fälschungen, die Chinesen kriegen es einfach nicht hin, das richtig zu drucken oder Ä und U richtig zu schreiben. Und das ist dort aber perfekt. Also, fässt sich schön an, sieht gut aus, ist aber leider nicht original. Auf meiner Website packe ich euch gern noch ein paar Fotos, Detailfotos, damit ihr genau sehen könnt, worauf ihr achten solltet. Aber ich gehe noch mal auf die Seriennummer ein. Wie gesagt, normalerweise ist sie nicht hier am Clip an der Seite, sondern muss am Clipring sein. Es gibt jedoch Ausnahmemodelle. Hier habe ich ein Original. Ja. Da ist der Mont Blanc Schriftzug und der Hintergrund, hier sieht man es, geht bis zum Originalrand.
Also hier würde keine Seriennummer raufpassen. Da ist er definitiv auf der Seite des Clip. Aber das ist meistens nur bei den Extreme-Modellen. Da würde sie auch nicht hinpassen. Hier kann man es nochmal genau sehen. Und hier würde sie auch nicht reingequetscht hinpassen. Das dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Idee, wie ihr das am besten unterscheiden könntet. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.